Patch 1.3 ist erschienen in Skull & Bones. Hier steckt echt eine Menge drin, was alles genau drinnen ist und was wichtig ist für dich, alles in diesem Video. Und somit ein Hallo von mir, herzlich willkommen, mein Name ist Charles und ich begrüße dich zurück zu einem Video in Skull & Bones. Wie man hier auf dieser Seite schon sehen kann, die Patch Notes sind diesmal auch im Ubi Launcher erschienen und natürlich auch sonst im Internet. Sie sind recht lang. Ja, es gibt hier echt eine Menge Updates. Sie haben mit dem Patch 1.3, der die das Patch, schreibt in die Kommentare, wie es heißt, doch eine Menge verändert. Ein paar positive Sachen, ein paar negative Sachen, was manche Leute finden. Ich springe mal ins Spiel hinein, werde es mal der Reihe nach durchgehen. Ich habe hier auf meinem separaten Monitor die Patch Notes offen, also nicht wundern, wenn ich hin und her springe. Ja, also nicht wundern. Als allererstes, wir haben die Season 1 verlängert. Sie haben die Season 1 um eine Woche verlängert und dauert total jetzt, also total 13 Wochen. Warum sie es gemacht haben, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, aber sie haben es halt verlängert. Man sieht da oben schon mal, da war schon mal wieder so eine Einblendung. Die ist weg, wenn man in diesem Menü ist, sofern ich es gesehen habe. Jetzt dürfte diese Einblendung nicht kommen. Das kommt zuerst unten in den Patchnotes, aber ich habe gerade halt diese übernommen. Und wenn man rausgeht, dann macht das nachträglich normalerweise. Ja, also zu der Änderung kommen wir aber gleich. Wir gehen mal weiter. Der Voice- und Text-Chat ist aktiv. Wunderbar. Freuen wir uns alle. Nicht 100%. Wenn ich nämlich meinen Chat aufmache, dann ist das Ding so groß. Das bleibt auch so groß. Ich kann es nicht kleiner machen. Wir haben zwar hier Optionen drinnen, wie zum Beispiel auch den Sprachchat aktivieren, generell Mikro aktivieren, das ist okay, Textchat, es gibt Gruppen- und Weltchat, normalerweise, wenn in der Welt geschrieben wird, poppt das halt die ganze Zeit auf, deswegen habe ich es halt ausgemacht, weil es ist sehr störend, wenn das halt die ganze Zeit aufpoppt. Ich weiß nicht, ob es nur bei mir so groß ist, aber was ich so gehört habe, ist es bei allen so groß. Man kann das Interface auch nicht wirklich kleiner stellen. Also es ist schon auf klein. Ist die Schriftgröße nur mittelgroß, extra. Alter, wie groß ist extra groß? Nee, oder? Okay. Also, wie man merkt, ich habe es vorher nicht getestet. Okay. Nein. Alter Schwede, das ist groß. Könntet ihr das hier noch einstellen auf klein, ganz klein oder so? Es muss nicht so groß sein, ne? Es reicht, wenn das hier wäre, so. Naja, ist viel zu groß. Ja, aber wir haben ihn, okay? Wir wollen nicht meckern. Wir haben den Chat endlich. Ich hoffe, dass er funktioniert. Also mal sehen. Ja, Voice Chat habe ich nicht getestet. Text Chat würde aber funktionieren. Den nächsten Punkt, den wir uns ansehen, ist PvP, Open World PvP. Ich weiß, es wurde oft gewünscht. Es wurde sich gewünscht. I don't know. PvP. Wir können es aktivieren und zwar, wenn ihr raussegelt, einfach hier die PvP-Flagge einmachen. So, jetzt wäre ich in PvP. Man sieht es dann auch in der Gruppenliste, wer PvP anhat auf der Welt. Ja, also ich hätte es jetzt an. Was heißt das aber? Naja, wir haben jetzt permanentes PvP. Wer es ganz genau wissen will, in den Patch Notes ist auch drinnen so eine Art Übersicht. Was passiert, wenn wer was hat? Ja, also wenn ein Spieler die PvP-Flagge aus hat, dann passiert mal gar nichts. Ja, also wenn ihr es aus habt, kann gar nichts passieren. Wenn ihr es anhat, natürlich ist es dann PvP. Ja, vereinfacht gesagt, ist doch ganz klar. Wo es sich automatisch aktiviert, ist natürlich, wenn ihr irgendwelche Aufgaben habt, wenn ihr eine Wette fahrt, ja, dann ist PvP natürlich an. Aber wir können jetzt PvP spielen. Ich mache es aber jetzt wieder aus, denn ich spiele nicht PvP. Zumindest nicht Open World PvP. Kommen wir jetzt zu Gameplay Updates. Hier hat es wirklich eine Menge gegeben. Als allererstes zu Combat, also Kampf. Was als allererstes ist, was ich auch bemängelt habe, ist, und zwar wenn man einen Raketenwerfer hat, dass man sehr schlecht gesehen hat. Das haben sie geändert. Das sieht halt jetzt so aus. Aber wie man sieht,
Es ist halt auch nicht wirklich optimal, ne? Also im Hellen, wie man sieht, da sehe ich gar nichts. Hier wäre er. Seht ihr das? Ja, ist, glaube ich, immer noch nicht optimal gelöst. Aber man sieht es nicht wirklich. Also ich weiß jetzt nicht, ob es besser ist, wenn ich Munition mit hätte, aber ich denke nicht. Aber hier, das ist jetzt dieser Circle. Weiß ich nicht, ob man das nicht anders lösen kann, heller machen kann. I don't know. Was die anderen Änderungen betrifft, hier haben sie ein paar Schiffe verändert. Und zwar hier vor allem auch die Brigante. Was hat sich hier verändert, wenn ich auf meine Brigante schaue? Die ist nämlich hier. Dann wurde hier... Brigante aufmachen. Danke. Dann wurde hier insofern verändert... Und zwar, dass ihr den Dauer des Effekts zerrissene Segel um 40% habt. Ja, also dass ihr die Reduzierung um 40% habt. Vorher war es um 80%. Das haben sie ein bisschen genervt. Dann haben sie dann noch die Zeit verändert auf 10 Sekunden. Wie auch immer, steht aber hier nicht irgendwie extra drinnen. Ich generell finde es sehr schwer, aus ein paar Daten hier was rauszulesen. Vor allem auch was die Werte betrifft. Und zwar die Werte der Schiffe selbst. Also die Wertung, die ihr habt, ob es ein 10er Schiff ist, 11er, 9er und so weiter. Und hier haben sie auch den Gearscore, das heißt nämlich Gearscore verändert. Es soll einfacher sein, Rang 12 zu erreichen. Und ich habe nur kurz zuerst schon mit jemandem gesprochen, sondern in Firu, Gruß an dich. Er merkt diese Veränderung, und zwar insofern, wenn er eine Stufe überspringt oder drunter ist, dass sich der Schaden extrem verändert. Ich habe es nicht getestet, ich kann nur nach seiner Aussage gehen. Aber hier müsst ihr mal ganz genau schauen, wenn ihr diesen Gearscore habt, ob ihr vielleicht rausfindet, wie sich es auswirkt auf Damage und so weiter. Aber hier gibt es auch etliche Änderungen am Gearscore. Ich möchte nicht jeder durchgehen, weil es sind doch etliche. Ihr könnt es gerne aber in dem Dokument, ich verlinke es euch unten drinnen in den Patch Notes, nachlesen. Zur Wette kommen wir als allernächstes, denn hier gibt es auch ein paar Änderungen. Hier ist es so, dass man dann nicht mehr porten kann. Ja, also hier ist es so, dass ihr dann nicht mehr hin und her porten könnt. Das Speed Buff ist weg. Ja, also den haben sie auch entfernt. Dann kann man, so wie ich es verstehe, die Patch Notes, wie gesagt, ich finde sie relativ kompliziert geschrieben, dass es, wenn man sich anmeldet oder abmeldet, so eine Art Cooldown gibt, so wie ich es verstanden habe, dass man dann eben nicht mehr joinen kann. Bin mir nicht sicher, ich muss es aber selbst testen. Ja, also hier, schreibt es mal gerne in die Kommentare, wenn ihr rausgefunden habt, was das genau ist. Nur das Wichtige, glaube ich, was hier ist, ist, dass man sich nicht porten kann. Ja, also das ist, denke ich mal, das Wichtigste. Denn wir haben es oft erlebt, dass man irgendwie eine Wette startet. Ja, also man fährt hier weg. Nach einer Zeit weiß man schon, okay, wo fährt der hin? Der fährt in die Richtung, ja, dann porte ich mich hin, hier hin und dann komme ich ihm entgegen. Ja, also, ja, war komisch gelöst. Ja, aber mal sehen, ob es jetzt besser ist. Weiters geht's mit einem Speedbuff, den sie entfernen haben, und zwar, wenn man sammelt. Ich wusste gar nicht, dass ich einen habe. Ja, also wenn ihr die einsammelt, eure 8er Münzen, dann hattet ihr einen Speedbuff. Es steht drinnen, remove the Speedbuff from the Helm Wagner Carrier. Und das meines Verstehens oder meines Verständnisses ist es, der Helm Wagner Carrier ist, wenn ich das nehme und heimfahre. Ja. Wie gesagt, sehr schwer zu lesen, die Patch Notes, um ganz ehrlich zu sein. Das nächste sind diese legendären Schatzkarten. Hier haben sie die Drop-Chance erhöht, also die Möglichkeit erhöht, dass es auftaucht. Weiters geht's dann mit La Peste. Hier La Peste haben sie den Damage reduziert von der Explosivmunition und haben einfach die Voraussetzungen ingame, die Beschriftung geändert. Ja, also warum auch immer, sie haben es halt verändert, ja. Wo steht dann vorgeschlagen mit so und so viel, ne? Also das haben wir öfters, ich glaube hier nicht, weil das ja nur eine Übernahme ist. Aber sonst, wenn ihr irgendwas habt, dann steht da dabei empfohlene Spieleranzahl. Das haben sie überarbeitet. Jetzt zu einer Sache, die schon ein bisschen für Aufregung gesorgt hat, auch auf sämtlichen Plattformen. Ich habe schon gelesen. Und zwar die 8er-Stück Manufakturen. Hier ist es so, hier gibt es Änderungen. Ich blende sie euch jetzt mal kurz ein. Beziehungsweise ich könnte hier direkt reinspringen, dann brauche ich es nicht einblenden. Wir haben nämlich hier Veränderungen der Länge, so wie lange es braucht, bis es voll ist, und die Kapazität. Was sich nicht geändert hat, ist Level 1 und Level 10. Die sind gleich. Was heißt noch hier Unchange? Und zwar 48 Stunden, also 2 Tage und 4500. Na,
die bleiben gleich. Jetzt habe ich schon gehört, das ist aber auch sehr viel teurer geworden. Ich kann es nicht, wie man sieht, meine sind alle fertig oder aktiv. Ja, es ist teurer geworden, aber dafür dauert es auch länger. Ihr habt also über die Länge gesehen, wenn ihr es aktiviert, so wie hier zum Beispiel, ich muss es aktivieren. Und das geht's hier, dass es hier teurer geworden ist, aber es dauert halt länger. Ja, also es hält länger. Ah, ich hoffe, ich habe es jetzt so erklärt, dass man es versteht. Also wenn ich das jetzt aktiviere, dann hält es auch länger. Ganz einfach. Ja, um das geht es eigentlich. Ein großer Aufreger, den ich auch verstehe, hier kann ich selber nicht zeigen, da ich es nicht aktiv habe. Aber man sieht es hier. Wir haben zum Beispiel bei Harufu war so, dass das Ding einen 53% oder 57% Buff hatte. Der ist weg. Warum? Sie haben hier die Verbindungen, also diese Handelsstärkungen, so wie es heißt, jetzt aufs Richtige korrigiert. 7% und das wird dann halt addiert. Jetzt braucht ihr für das um etliches länger, ja, weil es ist halt wieder zurückgesetzt. Vorher waren es irgendwie 53, 57, jetzt ist es wieder halt herum. Ja. Ich kann nicht beweisen, ob es jetzt ein Fehler war vorher oder nicht, das wissen wir nicht, aber es wurde auf jeden Fall korrigiert. Und deswegen hier, ja, ich verstehe die Aufregung, es wurde teurer und es gibt jetzt auch weniger und auch das Buch, weil ich habe auch die letzte Seite bei dem Buch und zwar für die Achterstücke. Ja, da gibt es ja diesen Tisch, ich kann mich ja hinporten, wo ihr diese ganzen Sachen aktivieren könnt. Und hier steht er dann auf der letzten Seite im letzten Buch, dass ihr um 50% mehr habt. Wie das jetzt da hineinfällt, weiß ich nicht. Denn wenn ich hier schaue, der Profitbonus für Handelsrouten 50%, weiß ich nicht. Ja, wie das jetzt reinfällt, wo diese 50% sind, sind die jetzt schon bei mir dazugerechnet oder nicht dazugerechnet, ist halt schwer nachzuvollziehen, um ehrlich zu sein. Ja, ich kann es nicht. Sehr schwer vieles zu verstehen in dem Spiel, nämlich was die Rechnungen betrifft. Ja, also nicht verstehen, um was es geht, sondern eher, wie kann ich es berechnen. Da tue ich mir sehr, sehr schwer. Und wie ich es schon oft in The Division habe oder so, da rechne ich halt gern, da sehe ich die Zahl, da kann ich das dazu rechnen, das kann ich hier nicht. Ja, also, ja, leider. Leider, 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 aber hier vielleicht kriege ich mal irgendwann ein Update oder so. Ja. Ich denke, mit diesen Achterstücken habe ich soweit alles erklärt. Sollten Fragen sein, bitte in die Videokommentare. Oder wenn ihr noch was rausgefunden habt, gerne unten hineinschreiben. In den Patchnotes geht es weiter mit Contracts, also Aufgaben. Hier befasse ich mich jetzt nicht extra damit. Es gibt halt einige Sachen, die sie halt verändert haben bei den Contracts. Und jetzt zu einem der wichtigsten, und zwar Inventar und Trade. Hier, und das finde ich erstens mal geil gemacht, aber es ist sehr versteckt. Sie haben es so gemacht, dass wir bei Händlern direkt aus dem Inventar verkaufen können. Und vor allem hier auch jetzt bei den großen Händlern. Ja, also bei Skurlock und bei der Tante. Hier ist es so, man konnte ja immer nur die Lieferungen für das Silber zum Beispiel abgeben. Die Änderung ist aber für alle Händler. Ich zeige es aber jetzt nur mal hier. Man muss es immer ins Inventar reintun, dann war das Inventar voll, dann muss man wieder rausgehen, muss es wieder füllen und so weiter. Das fällt jetzt weg. Aber wenn jetzt auf Kauf und Verkaufen geht, dann seht ihr, es ist leer. Und ich habe mir gedacht, warum ist es leer? Ich soll es doch aus dem Lager bekommen. Ja, das tut es auch. Aber ihr müsst rechts unten gucken, hier Inventar durchschalten. Ich kann es jetzt nur am PC zeigen. Mit der Tabulator-Taste. Auf den Konsolen müsst ihr schauen, was da unten steht. Aber wenn ich jetzt drauf klicke, dann öffnet das erst. Gute Arbeit. Ihr habt also zwei Inventare da drinnen. Einfach eures, das jetzige Schiffsinventar und euer Lager. Und jetzt könnt ihr hier direkt Zeug rausverkaufen. Hier zum Beispiel, ich werde das jetzt verkaufen. Da kann ich jetzt sagen, ich möchte 1000 verkaufen. Und das kann ich jetzt endlich machen. Aber ich sehe ab jetzt nicht mehr, wie viel Kohle ich wirklich habe, denn ich habe die 999,99 überschritten. Es gibt zwar eine Möglichkeit, wie ihr seht, die ist aber bei mir schon vorbei. Und so wurde ich darauf hingewiesen, es würde eine Möglichkeit geben, wenn ihr in euren Shop geht. Das Video wird sehr lang, es tut mir leid, aber wir haben auch echt viel zu bereden. Und zwar im Shop habt ihr da hinten diese Sachen. Ich habe die schon gekauft heute. Wenn man aber hier drauf klickt und dann
auf Kaufen mit Silber drückt, dann sieht man seinen tatsächlichen Stand. Bei mir geht es nicht mehr, weil ich schon gekauft habe. Aber dort wird es auf jeden Fall funktionieren. Ja, danke für den Hinweis natürlich auch an Firu. Ja, der hat mir das nämlich mitgeteilt. Das, was ihr jetzt mit der Tante gesehen habt, geht auch bei den Händlern. Ihr könnt zu den ganzen Händlern gehen, die anklicken. Schauen wir mal, wo der Händler ist, das unten. Und könnt dann direkt vergleichen, ob ihr viel oder wenig bekommt. Sollte es noch jemand nicht wissen, ihr habt immer eine Anzeige dabei bei den Händlern. Ist es viel wert? Ist es wenig wert? Ah, ich suche mir jetzt mal schnell einen Händler. Nehmen wir die halt. Provianthändlerin ist egal. Die gilt jetzt für alle Händler. Ihr geht hier hinein, sagt verkaufen. Verkaufen und jetzt aus dem Inventar. Und jetzt seht ihr oft, dass dabei dann steht, Pfeile grün nach oben, rot nach unten, wo ihr dann viel und wenig bekommt. So wie hier zum Beispiel. Hier bekomme ich halt wenig dafür bei ihr. Werde ich jetzt hier nicht verkaufen. Wenn ihr also unterwegs seid, geht immer wieder zu Händler. Denn, das finde ich geil, man sieht, was im Inventar ist. Man sieht, ich war eigentlich zu faul, auch vieles zu verkaufen. Einfach, drum liegen da 1000 drinnen, es liegen 500 drinnen und so weiter. Ich war einfach zu faul, permanent das Zeug rein und raus zu tun. Jetzt kann ich es direkt übers Menü machen. Ja. Also, das ist eine geile Änderung. Ja, wünsche ich mir bei vielen Spielen, dass es wirklich einfach auch so aus dem Lager geht. Ne? Richtig, richtig gut. Ja, absolut geil. Kommen wir jetzt weiter zu den UI-Änderungen. Also was hat sich sonst so getan? Es ist relativ viel, was so im Hintergrund abläuft, was man halt eigentlich nicht merkt. Es ist so, ihr bekommt ja immer so Aktivitätseinladungen. Das sieht man immer aufploppen. Wenn ihr zu drinnen seid, dann bekommt ihr sie nicht mehr. Was jetzt dazugekommen ist, wo ich aber nicht weiß, ob es ein Fehler ist. Ich habe es nicht, aber ich habe einen Screenshot bekommen, den kann ich jetzt auch einblenden. Wenn man zum Beispiel schon eine Manufaktur übernommen hat, kann man trotzdem teilnehmen. So wie es aussieht, ist es gewollt. Wenn man es macht, bekommt man nämlich 8er-Stücke. Ich selber muss es noch testen. Deswegen ist die Aussage mit Vorbehalt. Aber testet das mal. Wenn ihr schon eine Manufaktur habt, ihr bekommt aber eine Übernahme, macht ihr mal mit. Warum wollen sie das machen? Um irgendwie PvP zu fördern angeblich. Ja, aber I don't know. Testet das und gebt mal Bescheid, ich werde es auch probieren, ob man dann 8er-Stücke bekommt oder wie es aussieht. Bei den Hood-Settings, hier haben sie ein paar Sachen verändert, wo ich eigentlich dachte, okay, das war eh schon drinnen. Man kann beim Interface einige Sachen an- und ausmachen. Und zwar, wenn ihr hier auf Benutzeroberfläche anpassen geht, dann kann man hier diese ganzen Informationen an- und ausmachen. Hier extra Waffenrad an und Widget an und was weiß ich was alles. Ja, wer es will, kann das Zeug alles ausmachen. Ich dachte, es war vorher schon drinnen. Ja, aber es dürfte jetzt mehr geworden sein. Ja, also hier etliche Änderungen. Was das betrifft, ist okay. Ja. Was die Welt betrifft, hier haben sie den Wind verändert, die Windgeschwindigkeit, die Frequenz, ja, also wie oft es kommt, dann wie viel er rotiert, dass es nicht plötzlich, ist von hinten plötzlich von vorne, links, rechts, was halt unangenehm ist, wenn man auf irgendwas weiter schießt. Ja, also hier, das haben sie verändert. Ebenso haben sie den Schaden und die Feuerfrequenz von vor Türmen erhöht. Dann den Loot von Megafor von Osten. In Osten hat es relativ wenig gegeben. Ja, also das haben sie auch geändert. Es gab Grafik-Updates. Einfach nur Event-Änderungen, wie zum Beispiel, dass Lapest nicht in der Nähe von Sand-End gespawnt ist. Dass Zamaharibu nicht getötet werden konnte. Ebenso wie Karibu, dass er sich irgendwie nicht richtig bewegt hat. Dann gab es Audio-Issues, die sie gefixt haben. Im Combat haben sie Weakpoint-Damage gefixt. Dann noch ein paar Contracts, also Aufträge. Steuerung beim Controller kann ich nicht bestätigen, da ich Tastatur spiele. Dann noch ein paar Grafikfixes, das ist okay. Und eben hier ist es halt sehr weit unten, eben die Manufaktur. Ja, also das steht hier relativ weit unten drinnen, dass sie eben diese Root Efficiency, so heißt es halt, diese Effizienz, von der ich gesprochen habe, eben diese Handelsstärkung, dass sie das eben verändert haben. Ja, also das steht halt da unten in einem kleinen Punkt drinnen, regt manche Leute auf, aber ja, es ist halt so. Und wenn es vorher falsch war, ja, dann haben wir jetzt 2 oder 3 Wochen den Bonus mitgenommen und jetzt ist es halt wieder gefixt. Ja, passt. Ja, also ich beschwere mich nicht, es ist okay. Denn das ist eh so schnell voll immer alles gewesen. Ich hätte da permanent, ich fährst hin, weg, hin, weg, hin, weg. Also, ja,
Vor allem Harufu, das war permanent voll. Ja. Weitere Fixes eben bei diesen Manufakturen ist halt echt eine Menge drinnen. Ja. Also, dass man halt irgendwas nicht anklicken konnte oder irgendwo in einem Progress gesteckt ist. Ja, also wirklich ein paar Sachen. Dann, dass diese Sorin-Münzen nicht gedroppt sind richtig, haben sie auch gefixt. Ja, also doch etliche Sachen, genauso wie bei Items und Equipment, dass sie Blueprints, Beschreibungen verändert haben. Und endlich, ich habe es aber nicht gefunden in den Patch Notes, was sie gemacht haben ist, und zwar, wir hatten Quest-Sachen im Inventar. Die sind weg. Endlich. Ja, das heißt, das dürfte jetzt alles, was irgendwie für eine Quest war, und wenn ich es abgeschlossen habe, weg sein. Ja, weil ich habe auch plötzlich, glaube ich, 6 oder 7 mehr Plätze im Inventar, also im Lager, und das war von irgendwelchen Questgegenständen. Ja, danke. Danke, dass ihr das endlich gefixt habt. Des Weiteren haben sie gefixt, dass wenn man 5 Schatzkarten hatte, dass man den, dass die, diese Wette gebuggt ist. Ja, das haben sie auch verändert. Im UI selbst etliche Sachen, ja, wo man irgendwo bei Fast Travel nicht aktivieren konnte und so weiter. Also wirklich hier eine Menge, Menge Änderungen beim UI. Viel zu viel, dass man es wirklich einzeln durchgehen kann. Genauso wie in der Welt. Hier wurde mal gekickt, das haben sie gewechselt. Dann auch ein paar andere Fixes, wie zum Beispiel rechts oben, Dankeschön, dass dieses Zeichen dauernd aufblinkt, dass man schlechtes Internet habt. Ich habe eine Tausenderleitung, ich habe kein schlechtes Internet. Ich habe halt scheiß Serververbindung, aber deswegen habe ich ja kein schlechtes Internet. Also, diese Server-Network-Warnung ist endlich weg, ja. Die ist permanent gelb oder rot geblinkt, ja. Die PlayStation-Spieler können sich freuen, da haben sie noch eine Trophy gefixt. Und ja, etliche Performance, Frame, Rate, Optimizations, ja, dass es halt besser läuft. Läuft eigentlich hier jetzt besser? Der Start, naja, nicht ganz. Der Start habe ich immer weniger als 60 Frames, man sieht es eh. Hier habe ich immer sehr komische Stuttering, warum auch immer. Ganz, ganz komisch, aber nur hier. Es kann auch so ein wilder Kampf sein und 1000 Schiffe, da habe ich keine Frame-Probleme, aber in der Stadt, ja, keine Ahnung warum. Ja, ewig langes Video. Ja, aber es tut sich was. Es tut sich halt was in dem Spiel. Sie sind dran, gehen auch auf Änderungen an. Eine riesige Änderung hätte ich noch gerne, und zwar einfach Loot-Säulen. Ja, dass ich sehe, wo Loot rumliegt. Wenn ich ein Schiff versenke im wildesten Meer, also im wildesten Wetter, sehe ich den Loot nicht. Ja, Loot-Säulen, so wie es bei den PvP-Loot-Säulen macht, ja. Bitte macht das. Eine kleine Loot-Säule reicht, nur so ein Stückchen, ganz eine kleine. Ja, reicht vollkommen. Jo, somit. Ich hoffe, dieses Video hat gefallen. Kommentare, Like, Abo, wie immer gerne gesehen. Somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.